Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir den Adidas Commander. Liebe Freunde, erstmal schön, dass hier so ein kleines goldenes Logo drauf ist. Die Verpackung auch recht ordentlich, alles drum und dran. Und wir werden uns das Ganze jetzt mal hier anschauen, was sich hinter diesem Commander verbirgt. Ich will von vornherein sagen, ihr habt es eh schon am Thumbnail gesehen, aber das ist sehr, sehr, sehr abgespaced, Freunde. Werft doch schon mal einen Blick drauf. So beiläufig, während ich den zweiten hier auspacke, dürft ihr gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Freunde, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um mich zu unterstützen. Und jetzt, Freunde, was meint ihr? Sieht das abgespaced aus oder ist das abgespaced? Das ist echt eine heftige Form eines Sneakers, die ich so noch nicht gesehen habe. Und ich finde es ja auch, ich bin immer ein großer Fan, wenn man echt sich auch Sachen traut, Sachen experimentiert, Sachen auch mal testet, wie sie ja, bei den Leuten ankommen. Und das ist gerade so ein Schuh, der in diese Sparte testen, ausprobieren, wie es bei den Leuten ankommt, glaube ich, ist. Aber den gibt es ja auch schon eine Weile. Das heißt, Adidas produziert ja auch immer wieder neue Colorways davon. Das heißt, bei dem ganzen Thema hier wird er wohl irgendwo irgendwie gut ankommen. Also erster Eindruck, Freunde. Erstmal schaut ihn euch an. Das ist jetzt so dieser von oben Look drauf. Dann haben wir diesen seitlichen Look. Was natürlich als erstes mal hier ins Auge sticht, ist diese seitliche bzw. diese Außensohle, die komplett hier rüber geht, die Mittelsohle vereinnahmt und hier komplett hoch geht. Das 3D-Design von der Außensohle ist einmalig und geisteskrank. Sowas habe ich noch nie vorher gesehen. Das ist sehr, sehr heftig. Wir haben hier auf jeden Fall Kunststoff-Fabrics, die hier verbaut wurden. Also es ist, ihr seht schon, ich demonstriere euch das Ganze mal, es ist alles hier aus PE. Kunststoff ist fein. Ist ja natürlich die Frage, wird man da Probleme mit den Füßen kriegen, ne? Vor allem im Sommer. Wir haben die drei Streifen hier in Kunstleder einsetzen. Schön angenäht in Kombination mit diesem Blau. Wir haben hier um die Schnürung dieses Kunstleder in Blau. Dann daraufhin die Zunge, die ich sehr nice finde. Mit diesem, sieht aus wie Watte-Zusatz. Ganz, ganz komisch, aber fühlt sich irgendwie hochwertig und nice an. Wir haben von innen, schaut das Ganze so aus, eine blaue Einlegesohle. Ansonsten gibt es ja nicht mehr Details, bis auf diese blaue Lasche hier an der Ferse. Ja, diese Rauleder-Ansatz sollte man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Das ist, glaube ich, irgendwie signifikant für den Schuh, weil das sieht sehr, sehr, sehr komisch aus, zumindest vom Blickwinkel von hier oben drauf. An sich guter Sneaker. Ich hatte ein bisschen Angst, den zu bestellen, weil ich nicht wusste, wie der wirklich in echt ausschaut, weil auf den Bildern sah er schon mega abgespaced aus. Aber ich kann euch bestätigen, der ist genauso abgespaced in echt. Was aber völlig okay ist. Ich bin echt richtig jetzt drauf gespannt, ob der auch entsprechend on feed gut ausschaut. Das ist nämlich wichtig, weil ich, das ist schon ein Hingucker. Ne? Das ist irgendwie eine Kombination aus so einem Hallenfußballschuh mit 3D-Elementen und allem. Das sieht so, das ist für mich so ein Hallenfußballschuh von früher, nur auf Steroiden. So schaut das ganze Thema hier aus. Und wenn der jetzt auch noch on feed cool ausschaut, dann haben wir es auf jeden Fall geschafft. Deswegen lasst uns erstmal hier reinhüpfen und ihn anschauen, Freunde, los geht's. So, ich bin jetzt im Adidas. Ach, wie hieß er denn? Ganz, ganz komischer Name. Commander. Commander hieß der. Drin. Und also der Blick von oben nach unten. Sehr wild, sehr nice, gefällt mir schon gut. Freunde, jetzt mal Real Talk. Auch jetzt mit der Jogginghose, die ein bisschen länger ist, hier ein bisschen auf den Sneaker drauf fällt. Wenn wir das Ganze auch mal so machen würden, kommt schon wild. Also wenn ich jetzt durch die City laufe und sage, hey Leute, was geht? Und Leute sehen das, dann werden sie erstmal sagen, uff Junge, nice, Alter. So hier auf jeden Fall ein Blick wert, ne? Es ist halt ein Sneaker, den nicht jeder hat. Müsst ihr halt immer bedenken. Das ist halt echt der Vorteil daran. Gewöhnungsbedürftig ist er trotzdem. Er ist sehr leicht und fit, fühlt sich sehr wohl an. TTS, wie bei Adidas üblich. Das heißt, ihr könnt die gleiche Nummer nehmen wie immer. Also er hat schon was, ne? Wenn ihr so vom Stil her etwas lockere Hosen tragt, so wie ich jetzt heute zum Beispiel mit der Jogger, die ich euch natürlich auch in der Beschreibung verlinke, dann seid ihr hier richtig. Wilder Schuh für das Geld. Aber das ist halt, die Sohle ist halt, das ist halt geisteskrank wild. Ich finde ihn geil, Freunde. Muss ich einfach sagen, wie es ist. Gefällt mir echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Freunde, heute haben wir den Adidas Torsion X. Ganz spannender Name. Zeige ich euch gerne auch nochmal hier. Torsion X.
Es ist ein Zuschauerwunsch, den wir heute hiermit erfüllen. Wow, Alter. Moment, ich packe schon mal hier den zweiten auf.